Lecture Performance zu dritt mit Petra Kose und Susanne Meyer. Eine Frau wird älter. Liebe 1305. Ginkga Steinwachs. The 20th Century Fox Female Voice. 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 Where are the elements of writing? Ah, the elements themselves. Sie schreibt mit Feuer. Sie schreibt mit Wasser. Sie schreibt mit Luft. Und sie schreibt mit Erde. Productions proudly presents. Eine Frau wird älter. Wird eine Frau älter? Eine Frau wird älter. Wellenförmiges Fingerspiel mit der rechten Hand am Klavier der Luft. Eine Frau wird älter. Sie wird älter. Älter. Ein Kind wird älter. Ein Kind, ein Kind. Eine Blume wird älter. Ein Baum. Die Blume früher, der Baum später. Singsang, leichter Sirenenton. Ein Kind, eine Blume, ein Baum wird älter, älter, älter. Wellenförmiges Fingerspiel mit der rechten Hand am Klavier der Luft. Das Spiel erfolgt in C-Dur oder haben wir uns verhört und es ist A-Moll. Fingerübung am Klavier der Luft in A-Moll. Soweit das Thema und nun zwei Variationen. Ein Haus wird gebaut und ist tags darauf älter. Ein Fahrstuhl wird eingeweiht und ist tags darauf älter. Eine Treppe entsteht und ist tags darauf älter. Sowohl Haus wie Fahrstuhl wie Treppe werden älter. Dinge ganz gleich, ob von Menschen gemacht oder nicht, altern. Das Ding altert. Es gibt so gesehen kein Ding an sich. Aber jetzt kommt's. Manche Dinge altern vor unseren Augen, andere dahinter. Und das dahinter, the beyond, sehen wir nicht. Nur Zeit selber altert nicht. Sie ist immer da. Sie ist immer frisch. So sehr unsere Sanduhren rieseln und die Standuhren auch schlagen mögen. Hier eine rieselnde Sanduhr von 5 Minuten. Dort ein Metronom der Marke Tactel, stellvertretend für die Standuhr. Die Performerin setzt den Hebel in Bewegung. Eine Frau wird älter, Sie wissen schon. Wellenförmiges Fingerspiel mit der Hand, Sie wissen schon. Sie wird älter wie Blumen, wie Kinder, wie Bäume. Immer rieselnde Sanduhren und schlagende Standuhren im Hintergrund. Und nun die Brücke von Frau zu Mann. Was trägt der moderne Mann? Zweimal Groß M. Eine Rolex trägt der moderne Mann. Der moderne Mann, zweimal Groß M, ist anders. Dank seiner Rolex altert er nicht. Ein Mann, der bereits alt ist, altert nicht. Er kommt vielmehr in die Jahre. Die besten Jahre ins Jupiteralter, sein Dominium. Und das hält er umgeben von jungen Frauen. Die Performerin dreht sich um die eigene Achse. Bis 80 durch. Als Tempomacher, Fuß am Gashebel, allseitig bewundert.
Sie hält es nicht durch. Bitteres nicht. Ihr ergeht es anders. Dafür holt sie jetzt ihr kleines schwarzes Klavier zu Hilfe. Das geht auf Else Lasker Schülers blaues Klavier zurück. Else Lasker Schüler, die keine Frau war, sondern der Prinz von Theben. Und sie schlägt für Sie, liebes Publikum, die Taste C an. Das war's noch nicht. Zweiter Versuch. Schon besser nähert sich der Sache. Das ist unser C. Laut und ernst gesprochen, verschanzt hinter seinem Porträt, auswendig. Was bin ich ohne dich, Freund Publikum? All mein Empfinden Selbstgespräch, all meine Freude stumm. Autor. Und jetzt wie im Flüsterton, leise und heimlich. Was bin ich ohne dich, Freund Duplikum? All mein Finden, Selbstgespräch, all meine Freude. Autorin. Das Klavier fällt zu, dass es kracht. Kein wellenförmiges Fingerspiel mit der rechten Hand am Klavier der Luft, sondern der Ernst des Lebens. Hier ist er, dieser Ernst. Entgegen aller Augenwischerei, Ohrstopferei, aller Knebel im Mund. Auch ein Mann wird älter, denn wer nicht älter wird, ist tot. So steht es jedenfalls an der alten Kantine der Kulturbrauerei am Prenzlauer Berg. Zweite Variation. Eigentlich wollte ich die Mini-Lecture-Performance, so ist es mit Jannika Gellinek abgesprochen, ja im Girl-Schritt anfangen. Hüpfen und Röcke lüften. Beine hoch, hoch und hoch und auf und ab und auf und auf und ab und auf und links auf und ab und rechts ab und auf und ab und auf und ab und auf und ab und auf. Mal angewinkelt das Knie, mal waagerecht Schenkel und Waden. Das gerade Bein jeweils so hoch, 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 hoch wie möglich. Mein kleiner Auftritt erfolgt natürlich nicht im Friedrichstadtpalast, auch nicht im Tütü, sondern bescheiden in Strumpfhose und Pullover. Wo? In der Küchentür. Denn ich absolviere gerade ein Training von Deepak Chopra in dessen Buch Der Jugendfaktor und das lässt sowas zu. Was besagt der Jugendfaktor? Der Jugendfaktor besagt, dass eine Frau binnen 10 Wochen biologisch bis zu 15 Jahre jünger werden kann. Das biografische Alter lässt sich nicht zurückdrehen. Das liegt gestempelt beim Standesamt. Das biologische schon, wenn die Frau fleißig ist und alle Regeln, es sind Spielregeln, befolgt. Die Silicon Valley-Amerikaner nennen das Aging Backwards.
rückwärts älter gleich jünger werden. Das Elend ist, sonst wäre ich ja schon viel jünger. Ich fange mit dem Training immer wieder von vorne an. Aller Anfang ist sehr. Es sind viele Übungen zu machen, zum Beispiel der Sonnengruß. Es gibt viele Dinge zu beachten, Ernährung und Körperpflege. Und dann Tagen, wo ich schöpferisch drauf bin, wie heute Montag, Montag, wie heute Dienstag, Verdienstag, wie heute Mittwoch, Mittwoch, bleibt selten Zeit dafür. Wie die beiden Alten von Petra Kose ihren karibuledernen Schlitten durch die kalte Arktis ziehen, so ziehe ich die Last meiner Tage, Sage, Frage, Lage, Klage, Nage, Waage, Waage, Waage. Bücher hinter mir her und kann vor Einbruch der Dämmerung. Heute ist wieder so überaus, unteraus herrliches Wetter und das im März. Nicht stoppen. Der Girlschritt also im Rahmen der Küchentür. Der Kammerdiener gebuckelt im Flur. Kniebeuge am offenen Fenster. Body produces mind und mind produces matter. Jetzt kommt etwas Schönes. Ganz gleich, ob ich die Übungen mache oder nicht, wenn ich sie nur denke, dann fühle ich mich schon jünger. Und manchmal, das verdient ein Streicheln meines Klangkörpers. Manchmal fühle ich mich förmlich jung. Das kriegen auch andere mit. Besonders an Tagen, wo ich den schönen, von Susanne Meyer beschriebenen Vintage-Schmuck aus der Rue de la Vendière im Pariser Marais angelegt habe, um eventuelle Falten stilvoll mit Glamour auszubügeln. Und nun zum Abschied ganz einfach mein Lippenbekenntnis. Das Abendlied von Matthias Claudius, das ich von Mond auf Mund umgeschrieben habe. Ich habe es dadurch wach geküsst. Es heißt, ein Pianist pianisiert im Sitzen. Es heißt, ich sage es in Noten, wie es heißt. Anlegen der weißen Manschetten des Stiels. Mein Lippenbekenntnis. Es heißt, der Mund ist aufgegangen. Die goldenen Wörtlein prangen. Am Gaumen hell und klar, der Schlund steht schwarz und schweiget, nur aus der Kehle steiget der Seele wohllaut, wunderbar.